So, hallo. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie sich Endstufen mit Parallelportanschluss, wie zum Beispiel das Triple Beast von Benetton Electronics, schnell und ohne Löten mit einem Arduino Uno verbinden lassen. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Flachbandkabel, 25-polig, wobei ich hier diese farbkodierte Version verwenden würde, weil das einfach viel leichter ist, da die richtige Ader zu erwischen. Dann solche Federkraftklemmen. Das Schöne an diesen Klemmen hier ist, die passen einerseits wunderbar auf die Anschlüsse vom Arduino und andererseits lassen sich da die einzelnen Adern vom Flachbandkabel in Sekundenschnelle anschließen. Dann brauchst du noch so einen Parallelportstecker in Schneidklemmtechnik, in den du dann das Kabel einfach reinlegen kannst. Dabei musst du bedenken, Pin Nummer 1 ist rechts oben, wenn wir von vorne drauf schauen. Und traditionellerweise ist Pin 1 das braune Kabel am Flachbandkabel. So, das musst du dann nur zusammendrücken, wobei das Zusammendrücken relativ viel Kraft braucht. Da empfehle ich dir, den Schraubstock zu verwenden. So, danach wird es hier noch einmal umgefaltet und dann kommt dieser Clip drauf. Und das Kabel ist soweit fertig. So, und danach kannst du die einzelnen Adern auf ein paar Zentimeter Länge, zum Beispiel mit einer Schere, voneinander trennen. Fürs Erste brauchen wir nur mal die ersten 13 Adern. Das heißt, du kannst nach dem zweiten orangenen Kabel aufhören. Das geht auch mit einem Cuttermesser sehr gut oder zur Not kannst du auch per Hand auseinanderziehen, aber mit der Schere geht's eigentlich am saubersten. Links zu den verwendeten Teilen findest du unten in der Beschreibung zum Video. Jetzt musst du nur noch die Kabel richtig zuordnen. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten. Einerseits hat Estelcam verschiedene Anschlussbelegungen, die du auswählen kannst. Hier in diesem Video geht es um die Original-Estelcam-Anschlussbelegung. Und andererseits gibt es auch bei den Endstufen verschiedene Steckeranschlussbelegungen. Die hier gezeigt wird, ist zwar recht weit verbreitet. Falls du eine andere Endstufe hast, musst du allerdings einen Blick ins Handbuch werfen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Fangen wir mit der Masseverbindung an. Pins 18 bis 25 sind alles Masseverbindungen. Das ist auch eigentlich bei allen Endstufen identisch. Davon reicht es aus, wenn du dir einen raussuchst und mit GND am Arduino verbindest. Welchen du dir raussuchst, ist egal. Dann die Richtungssignale für X, Y und Z und die Taktsignale für X, Y und Z. Bis hierhin waren es jetzt 7 Kabel. Das alleine reicht schon aus, um die Motoren anzusteuern. Alles weitere ist jetzt Fleißarbeit. Das hier ist die Verkabelung für die zwei Relays und das PWM-Signal. Und zu guter Letzt noch die Endschalter X, Y und Z und ein weiteres Eingangssignal, das zum Beispiel für einen Sensor verwendet werden kann.
Manche Endstufen benötigen noch ein Enable-Signal, um die Motoren freizuschalten. Da gibt es recht große Unterschiede zwischen den Endstufen. In der Regel ist es ein Pin, der mit Masse, also GND, oder in manchen Fällen auch 5 Volt verbunden werden muss. Da hilft im Endeffekt nur ein Blick ins Handbuch. Und so schaut das dann am Ende aus. Da haben wir hier einmal die Masseverbindung und die 6 Taktrichtungssignale. Das allein, diese 7 Leitungen reichen aus, um die Motoren anzusteuern. Und auf dieser Seite habe ich noch 2-mal Relay und einmal PWM-Signal. Die Endschalter habe ich weggelassen. An meiner Maschine gibt es keine. Entsprechend habe ich hier einfach die unnötigen Kabel weggeschnitten. Um das Triple Bees betriebsbereit zu bekommen, müssen noch ein paar Kleinigkeiten erledigt werden. Das ist einmal hier der E-Stop-Eingang. Den musst du entweder so wie hier brücken oder eben einen richtigen Notauspilz anschließen. Und dann gibt es hier noch 2 Stiftleisten mit Steckbrücken. Bei der oberen ist ganz rechts eine Steckbrücke, dann bleibt eine frei und danach kommen nochmal 2 Steckbrücken. Unten bleibt der erste Stift frei und danach 2 Steckbrücken. Die Triple Beast hat 2 Relays und einen 0 bis 10 Volt Analogausgang. Und das können wir uns zunutze machen, um eine China-Spindel anzuschließen. Dazu wird einfach der linke und der dritte Kontakt von links an DCM und vor angeschlossen. Und Ground und 0 bis 10 Volt an ACM und VI. Naja, vorbildlich ist das Gewurschtel hier jetzt nicht gerade, also nimm es dir bitte nicht zum Vorbild, aber das funktioniert. Also feuerfrei.